Thank you.
Das ist der Hessische Landtag, das höchste Verfassungsorgan unseres Landes. Er ist die Herzkammer unserer Demokratie. Im Hessischen Landtag sitzen 137 Abgeordnete. Sie sind die gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Volkes. Es ist ihre Aufgabe, sich für die Interessen der Menschen in Hessen einzusetzen. Im Landtag gibt es 6 Fraktionen. In diesen schließen sich die Abgeordneten zusammen, um gemeinsame Ziele durchzusetzen. Fachleute aus den verschiedenen Fraktionen bilden Ausschüsse. Hier werden unterschiedliche Themen beraten. Dabei geht es beispielsweise um Sicherheit, Bildung, Gesundheit, Justiz, Kultur oder Naturschutz. Um die Bürgerinnen und Bürger vertreten zu können, müssen die Abgeordneten deren Interessen gut kennen. Dazu sind sie oft in ihrem Wahlkreis unterwegs und führen viele Gespräche. Denn Demokratie lebt vom Mitmachen. Der persönliche Austausch und unterschiedliche Meinungen gehören dazu. Sie muss jeden Tag neu gelebt werden. Demokratie sind wir alle. Ich wünsche mir, dass alle Menschen ein Dach über dem Kopf haben, essen, trinken und gesund sind. Ich will gesund bleiben und will dazu eine ordentliche Ärzteversorgung auch auf dem Land. Und das reicht dann schon. Ja, dass Arbeitsplätze, gute Arbeitsplätze hier geschaffen werden, dass keiner arbeitslos ist. Dass viel mehr Städte auf grüne Anlagen achten und dass es halt einfach mehr grüne Flecke gibt, wo man sich besser erholen kann vom Stadtlärm. Die Freiheit bleibt. Es gibt Leute von überall auf der Welt. Ich wünsche, dass die alle so gleich behandelt werden. Mehr Kulturangebote. Wohngebiete, ja, alles schön und gut, aber nicht alles zubetonieren. Mehr für Leute auf der Straße einsetzen. Ich lebe hier. Ganz einfach. Ich lebe hier und will meine Ruhe haben. Dass wir es schaffen, mehr miteinander als gegeneinander zu arbeiten. Wir müssen uns einbringen. Sich mal andere Positionen anhören und dann darüber gerne auch diskutieren. Ja, erst mal eine Stimme brauchen und so, um es sagen zu können. Man sollte wirklich fair mit den Menschen untereinander umgehen. Das ist ganz wichtig. Und auch andere Meinungen akzeptieren. Dass die Gemeinschaft versucht, in einem Miteinander eine gemeinsame Lösung zu finden, die für jeden Menschen, auch für Minderheiten, sich richtig und gut anfühlt. Vor allem Zusammenhalt und das Zusammenagieren, gemeinsame Ziele zu haben. Jeder Mensch ist wichtig, jede Meinung zählt. Meinungsvielfalt und trotzdem ein gemeinsamer Wert. Es ist jeden Tag eine Aufgabe, für die Demokratie sich einzusetzen. Den Menschen ihre Würde lassen. Dass die Bürger auch immer mitreden können. We should take the power in our hands, and democracy comes, as in the Greek language, te demos and krasi, so the power comes from people. Demos kratan, Herrschaft des Volkes. Freie Wahl. Pressefreiheit. Gleichberechtigung. Meinungsfreiheit. Glaubensfreiheit. Kunstfreiheit. Menschenwürde, Bildungsfreiheit,
Gleichheit. Versammlungsfreiheit. Kunstfreiheit. Pressefreiheit. Freie Wahl. Gleichstellung. Klimaschutz. Bildungsfreiheit. Glaubensfreiheit. Ärztliche Versorgung. Gleichberechtigung. Frieden. Mehr Integration. Meinungsfreiheit. Fairness. Freie Wahl. Saubere Städte. Glaubensfreiheit und Nichtglaubensfreiheit. Dialog und Diskussion. Gleichberechtigung. Thank you.
Demokratie sind wir alle.